Aber wir waren natürlich extrem viel unterwegs für das Album. Das ist eh so ein Ding, ne? Wir fahren gerne rum, ne? Irgendwie, ich finde, das ist ein geiler Trick. Einfach irgendwo anders hingehen zum Schreiben, dass man, einen großen Fokus auf der Musik oder irgendwo hinfahren und was Tolles aufnehmen. Wenn man zum Beispiel eine der krassesten Reisen meines Lebens, wir waren in Uganda, um den African Children's Choir aufzunehmen, einen großartigen Chor. Wir waren zum Schreiben auf Teneriffa. Wir waren aber auch in L.A., wir waren in Südfrankreich, wir waren in London, Streicher aufnehmen, wir waren fast 2 Monate in Florenz, in Italien, um das Album aufzunehmen. Und ich finde irgendwie, dass man das spüren kann. Vielleicht kann man das nicht immer hören, ob das jetzt irgendwie einfach ein Keyboard ist oder ob wir wirklich in London waren und da ein großes Streicherorchester aufgenommen haben. Aber ich finde, man spürt das, wenn die Leute, die so ein Album machen, gerade Abenteuer erleben und irgendwie gerade aufgeregt sind und voll in der Sache sind. Und deswegen machen wir das so viel. Und ich liebe es aber auch, rumzureisen und rumzufahren. Und ich habe so eine App, die heißt Bin gewesen. Und da kann man immer eintragen, wo man überall so war. Und bei mir stehen da jetzt so knapp über 40 Länder. Und ich finde das okay viel. Aber es ist eigentlich, wenn man sich die ganze Welt anschaut, ziemlich wenig, weil es gibt 194 Länder.